Sie haben eine starke Saison gespielt. Eintracht Frankfurt, eine der positiven Überraschungen der letzten 12 Monate. Die Vorbereitung auf die neue Spielzeit daher auch verbunden mit neuen, vielleicht noch höheren Erwartungen. Mit Platz 7 haben wir sicherlich unter dem Halbfinale in der Europa League schon unseren Stempel auch aufgedrückt, das ist vor der Saison wahrscheinlich niemand zugetraut hätte. Auch dieses Jahr, die Erwartungen schrauben sich natürlich nach oben. Fakt ist, dass wir trotz allem im Club, im Verein, die Leute mit Freddy Bobic, mit Bruno Hübner, mit mir an der Spitze, was den sportlichen Bereich betrifft, dass wir sehr wohl genau wissen, wie schwer die Bundesliga auch ist, dass wir auch sehr realistisch sind. Aber trotz allem, wie gesagt, wenn man so eine gute Saison wie letztes Jahr gespielt hat, möchte man natürlich versuchen, auch wieder dorthin zu kommen. Aber nichtsdestotrotz weiß ich auch, dass die anderen Mannschaften auch besser geworden sind. Die Champions-League-Teilnahme letztlich nur knapp verpasst. So etwas bleibt nicht unbemerkt. Luka Jovic, schon für über 60 Millionen Euro zu Real Madrid gewechselt. Die Offensivkollegen Ante Rebic und Sebastian Haller ebenfalls heiß umworben. Meines Wissens oder laut meinen Informationen hat es weder für Ante Rebic noch ein klares Angebot gegeben, weder noch für Sebastian Haller. Und deswegen gehe ich davon aus, dass sie ganz normal jetzt zum Trainingsstart dabei sein werden. Beziehungsweise Ante Rebic, die Nationalspieler, die jetzt länger im Einsatz waren, kommen ein bisschen später. Die stoßen erst in der Schweiz dazu. Ansonsten beteilige ich mich grundsätzlich nicht an diesen Spekulationen, weil es einfach auch nichts bringt. Personell also einiges los in Frankfurt. Die ersten 9 Spieler sind auch schon da. Unter anderem Weltmeister Erik Durm, ablösefrei vom Premier League-Absteiger Huddersfield. Ich habe mich riesig gefreut, als mein Berater mich angerufen hat und von dem Interesse auch mir erzählt hat. Klar, so ein Riesenverein mit so einer Historie auch. Und gerade nach dem Jahr letztes Jahr war das für mich ganz klar, dass wir uns die Gespräche anhören. Und ich war von Anfang an sehr, sehr positiv gestimmt. Und nach den Gesprächen war für mich klar, das will ich machen. Hier will ich hin, hier will ich alles geben. Der Ex-Dortmunder nun bei der Eintracht. 3 Leihspieler müssen zurück, können aber vielleicht wiederkommen. Sebastian Rode, Kevin Trapp, Martin Hinteregger, die gehen jetzt mal vorerst zu ihren Vereinen zurück. Dass wir natürlich an allen 3 großes Interesse haben, ist, glaube ich, auch kein Geheimnis mehr. Trotz allem bei Kevin Trapp habe ich das Gefühl, dass es in eine gute Richtung gehen kann. Bei Sebastian Rode werden wir auch sehen, das ist halt dann auch schlussendlich das Verhandlungsgeschick auch von Freddy Bobic, Bruno Hübner. Dass alle Spieler zu uns wollen, ist etwas sehr Positives, dass wir die Spieler haben wollen auch. Aber wie gesagt, dazwischen gibt es halt auch noch etwas anderes. Und deswegen bin ich der Trainer, der hofft, dass die natürlich alle 3 schlussendlich dann wieder für Frankfurt spielen. Aber wenn es nicht so ist, müssen wir uns anderweitig umschauen. Die starke Frankfurter Saison 2018-19. Alles wieder auf Null in dieser Vorbereitung. Trotz steigender Erwartungen. Man will sich auf keinen Fall zu sehr unter Druck setzen lassen.